Denn erst kommt Österreich und dann kommt lang nichts. Die Amerikaner lassen das folgendem glauben, ihr ehemaliger Kanzler sei tot. Wir haben aber Informationen, dass Jörg Haider gestützt von seinen Untertanen im Untergrund lebt. Und jetzt ist Schluss, weil ich mich sonst noch ehren muss. Sie sind auf die Poris passen. Ich habe sie wiedererkannt. Es waren die Frauen, die Jörg Haider zum Kanzler gemacht haben. Es war weit nach Mitternacht. Wir waren beide noch im Kanzleramt. Jörgeli bestellte mich in sein Büro. Er konnte gar nicht mehr an sich halten und riss mich zu Boden. Ich bin gewohnt, sehr lange warten zu müssen, bis man ins Ziel kommt. Er stürzte sich auf mich. Ein oder zwei Zuckungen. Vorüber war die Glückseligkeit. Susanne? Ja? Führen Sie mich zu Jörg Haider. Haider? Er ist tot. Das Attentat ist damals zwar daneben gegangen, aber vor einem Jahr ist er freiwillig gestorben. Schutt und Beidel sind Geschwister und der Arsch ist Kriegsminister. Wichtig. Beidel kann schreiben, wie es wollt. So, meine Damen und Herren. Nach langer Recherche haben wir endlich unser Ziel erreicht. Da! Der Schlüssel! Da! Der Jörgeli! Hör dich also auch, das Ziel, Bundeskanzler zu werden, nicht aus dem Auge verloren. Hat mir gesagt, Faschisten haben keine Gefühle. Oh. Machen Sie sofort die Kamera aus, stellen Sie sie auf. Wenn die Länder man nummeriert und nach Größe klassifiziert, dann hat sicherlich Mainz nicht die Rangnummer 1, weil es heute mehr hinten rangiert.